Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Classic Time. Betsnix, meine Liebe, wir wollen losstarten. Immer noch stresst hier alles rum, unfassbar. So, wir haben ganz viele Quests angenommen gehabt. Jetzt können wir die dann auch noch erledigen. Im Übrigen geht in 39 Minuten die BlizzCon los und es ist meine letzte Aufnahme vor der BlizzCon und ich weiß nicht, ob ich während der BlizzCon überhaupt irgendwas aufnehmen kann, weil ich einfach alles gucken will. Ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres. Blizzard ist einfach meine allerliebste Spieleschmiede. Na klar kann ich behaupten, dass ich deutlich mehr Nintendo-Games besitze und auch PlayStation-Spiele, aber das liegt daran, dass Blizzard einfach nicht so viele hat. Und das ja nicht die Spieleschmieden sind, sondern die... Mir fällt das Wort nicht ein. Die Plattform. So, da hätten wir Quest Nummer 1. Für den Rest müssen wir ein Stück weiter weg, deswegen geben wir die eben erst ab. Und für das nächste Mal brauchen wir dann tatsächlich unsere 10 Gold. Wir haben erst 4, also werde ich mir diese 20 Gold von meinem Main-Account ausschicken. Leder verarbeiten. Ich will immer aufmounten, aber das geht ja noch nicht. Können wir mal ein Pet hinter uns herlaufen lassen. Nicht dagegen laufen, auch wenn du klein bist. Wunderschön. Ihr habt einen Blick für Qualität. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Offensichtlich könnt ihr euch für Flügel und Federvieh begeistern. Also könnt ihr mir noch weiterhelfen. Jo. Ein schräger Vogel. Habe ich gerade schon getötet, glaube ich. Ich habe meine Traummaschine fast perfektioniert. Den Himmelsschreiter. Den weltweit ersten fliegenden Roboschreiter. Ich will auch einen Roboschreiter, der fliegt. Aber naja,
Als ich in meinem geheimen Höhlenlabor letzte Hand daran anlegen wollte, wurden meine anderen Kreationen eifersüchtig. Mechanischen Vögeln eine Persönlichkeit zu geben, war wahrscheinlich von Anfang an eine schlechte Idee. Aber darin ist nun nichts mehr zu ändern. Ich brauche das supermechanische Robodings aus dem ursprünglichen Himmelsschreiter. Wenn ich ihn neu bauen will, bitte dring in die Höhle vor und bergt ihr es für mich. Okay, warte doch, ich dachte, ich hätte dieser Elite hier, oder kein, da war noch nicht mal ein Elite. Dieser komische Vogel da. Jetzt muss ich in die Höhle, die ist ja wieder am Arsch der Welt. Mann. Immer diese Lauferei, ich will einen Mount. So, wir können im Moment noch überhaupt gar nichts hier, wie man sieht. Wir können ein paar Umhänge. Der sieht doch schon mal cool aus. Aber letztendlich müssen wir uns mit diesen einfachen Dingen zufrieden geben. Man sieht das scheiße aus. Oh. Wir kriegen halt auch noch doppelte Erfahrung, weil wir ausgeruht sind. Herr, und wo ist diese Höhle? Hier ist keine Höhle. Sag jetzt bitte nicht die da. Boah, ernsthaft? Kann ich ja fast nicht glauben, ne? Da, Roboschreiter! Oh mein Gott. Ich muss da mal was zähmen. Hallo, komm zu mir. Ich habe ein neues Pet. Ich hätte aber lieber den da. Stopp! 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 Ich will den nicht töten. Komm zurück. Ich will den überhaupt nicht töten. Dich gebe ich erstmal frei. Und dich will ich einsammeln. Nein.
Nein. Lernt reiten. Ja. Ich wollte den doch als Pet, weil der schöner war als die hier. So ein Schrott. Hoffentlich taucht er noch mal auf. Ich will noch mal Optimo. Oh Gott, jetzt geht das los. Nein. Ein schräger Vogel. Der Himmelsschreiter sitzt schweigend da. Seine Chance, davon zu fliegen, ist vertan. Eine auffällige Klappe an seiner Vorderseite trägt die Aufschrift SRD. Ihr öffnet die Klappe und findet ein beeindruckendes mechanisches Gerät, das an einige Kabel, Zahnräder und wer weiß was noch angeschlossen ist. Es lässt sich ohne Schwierigkeiten lösen. Zeit ist zu Bingels zurückzubringen. Dich kriegen wir hin. Aber ich hätte jetzt gern noch mal Optimo. So ein Scheiß. Ist auch echt dumm. Huch, hier will ich gleich lang. Möchte eigentlich nach draußen. Und ich will noch mal Optimo. Hallo. Oh, ist noch nichts wieder da. Dann wird er auch noch nicht wieder da sein. Schade. Ach, Mensch, Timbel. Er weiß es nicht so schön. Wir können ja in Ruhestand nehmen. Wofür haben wir ihn? So. Perfekt. Jetzt habe ich die perfekte Flügelbalance und habe alle Teile, die ich benötige. Alles, was noch fehlt, ist ein Pilot. Nein. Er ist in dem Alter.
Ich baue den Himmelsschreiter nicht für mich, Betznix. Ich baue ihn nicht mal für die Gnomenwelt. Ich möchte, dass mein Sohn derjenige ist, der ihn fliegt. Ich bin alt und meine Reflexe sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber mein Junge, Arno, könnte der beste Pilot werden, den Azeroth je gesehen hat, wenn er nur seine Teenager-Launenhaftigkeit ablegen würde. Er sitzt draußen am See und starrt den ganzen Tag den Himmel an. Irgendetwas bedrückt ihn, aber er weigert sich, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte, Betznix, könnt ihr nicht mit ihm reden? Sagt ihm, ich brauche ihn, um den Himmelsschreiter zu fliegen. Schon mal darüber nachgedacht, dass der vielleicht Höhenangst hat, du Vogel? Achso, der ist da hinten. Natürlich bin ich hier runtergesprungen. Vor allem, warum springe ich eigentlich runter? Ich könnte mir auch erstmal Reiten holen. Das wäre vielleicht schlauer. Wo muss ich denn dafür hin? Reiten. Karanos. Dann geht's jetzt auch erst nach Karanos. Mann, ich hab's heute nicht, ey. Autolaufen ist nicht meins heute. Ich bin jetzt groß genug, um reiten zu dürfen. Level 20. 20, Alter. Wir fliegen nach Karanos. Kann ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich angekommen bin. Und weiter geht's. Da sind wir. Wir sind angekommen. Und wir möchten reiten lernen. Das ist ein bisschen weiter oben. Vergesst nicht, euer Reittier zu kaufen, während ihr hier seid. Millie befindet sich gleich dort drüben. 3 Gold 60 kostet das Reiten. Jetzt habe ich, befürchte fast, aber ich habe doch bestimmt ein Reittier. Habe ich! Seht ihr, ich brauche mir nicht unbedingt eins kaufen. Das ist sehr schön. So, Tastenbelegung. Da hätte ich gern nichts drauf und da kommt das drauf. Okay. Yay. Wo ist denn Millie? Nee. Geben wir erstmal nicht aus. Können wir immer noch später machen. So. Ab wann? Ich glaube, ab 40 kam das nächste, ne? Genau, 45 Gold. Haben wir bis dahin eh nicht zusammen. Yay! Ist übrigens eines der gekauften Mounts aus dem Shop. Das da. Das war mal irgendwann im Angebot, da habe ich das mal für diesen Account gekauft. Nicht mal mein Main-Account. So, und auch jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn ich gelandet bin. Bis gleich!
Hallo, wir landen gerade. Wir haben unser Mount und können aufmounten. Wir mounten einfach mal hier drinnen auf, beschwert sich eh keiner. Und dann geht's weiter zu den anderen Quests. Yay! De, 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 de. De, 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 de. So, müssen wir die Bären töten? Nein. Was müssen wir mit den Kleinen machen? Töten? Nein. Oder? Doch, okay. Alles richtig gemacht. Eine Quest. Oh, das ist wieder so ein Forscherbericht. Geil. Das ist gut. Dorchdistelranken auch gut. Ah, man ist so klein. Eine noch. Da hinten ist noch eine.
das droppt natürlich nicht ganz so toll. Von den Ebern müssen wir nur viele töten. Das heißt viele 10. Weiß nicht, warum das Vieh immer stehen bleibt. Oh, das gab einen Balk. So, die haben wir auch. Und da brauchen wir noch einen Flügel. Oh, und hier vorne haben wir wieder so ein Ding. Das ist gut. Sehr schön, 5 von 6. Ich glaube, eine fehlt da noch. So, die haben wir auch. Auf Mountain und da vorne einmal zum Fragezeichen. Mein Vater und seine albernen Erfindungen sind mir egal, das ist alles nur Unsinn. Stellung beziehen. Schaut sie euch an. Der Schattenhammer hat dieses Land ruiniert. Dieser Kult hat diesen Kataklysmus ausgelöst, den Steinbergdamm zerstört und den ganzen Loch trockengelegt. Und jetzt laufen sie in den Trümmern herum, als ob hier ihr Zuhause wäre. Wenn es in dieser Welt Gerechtigkeit gäbe, würde jemand in ihre Lager marschieren und ihr Artefakt in Stücke brechen. Aber ich bin schwach, um auch nur an einen Versuch zu denken. Und niemand hat genug Mut dazu. Nicht einmal ihr. Seht ihr? Es ist alles so sinnlos. Okay. Dann marschiere ich da jetzt noch eben rein.
So. Wo muss man die abgeben? Hier vorne wieder, gut. Entschuldigung. Ihr habt es getan. Ihr habt es wirklich getan. Ihr habt gegen sie gekämpft und gewonnen. Es besteht doch noch Hoffnung. Tja, Wie ihr seht, wir sind jetzt Level 21. Bekämpft den Hammer. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Ich habe die Nase voll davon, hier herumzuschmollen. Es wird Zeit, sich aufzugenommen. Gnomen. Ich muss meinen Vater finden. Aber ihr, befasst euch nicht länger mit mir. Ihr müsst weiter gegen die Kultisten kämpfen. Geht und sprecht mit Aschla und Schmunzelstein im Osten. Er versucht, den Schattenhammer aufzuhalten. Aber er hat niemanden, der ihm hilft. Ihr seid seine einzige Hoffnung. Gebt nicht auf, Beznix. Ich werde es auch nicht tun. So, da reiten wir jetzt hin und stellen uns dahin. Nein, machen wir jetzt tatsächlich nicht. Denn ich glaube, es gibt dort keinen Flugpunkt. Das heißt, naja, ist ein bisschen blöd. Wir müssen da das nächste Mal, glaube ich, wieder hinreiten. Das geht einfach nicht anders. Wir können ja mal eben gucken. Aber ich glaube, da gibt es keinen Flugpunkt. Nee. Egal, für heute reicht's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye bye, little Baddies.